Entschuldige ich mich erstmal für die Verzögerung und stelle mich nochmal vor. Ich bin Oliver Putz. Ich bin Biologe und Theologe, was gerade meine Kollegen in der Theologie offenbar nicht besser wird. Das ist ein sehr natürlicher Schritt. Und habe lange Zeit in den USA zum Thema Theologie und Naturwissenschaft geforscht und gearbeitet, habe es dann auch hier wieder in Deutschland getan. Darüber werde ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Einladung, Uli. Ich möchte mich auch bedanken für die Möglichkeit, hier zu Ihnen zu sprechen, Frau Präsidentin, zu den Kollegen hier an der Universität, über dieses Thema Laudato Si und den Möglichkeiten, was man damit in den Hochschulen tun kann, soll, muss. Und werde Ihnen dazu ein paar Sachen sagen. Ich habe es genannt, ökologische Umkehr als Möglichkeit und Aufgabe, denn ich denke, darum geht es. Und die integrale Ökologie, über die ja gesprochen wurde und die wir auch wieder besprechen werden heute, ist dabei ein ganz wichtiger Teil. Aber es geht, denke ich, wirklich um eine ökologische Umkehr als Möglichkeit und Aufgabe für Universitäten und katholische Institutionen. Also wie wir wissen, dieser Text kam raus am 18. Juni 2015. Am 19. Juni bin ich von den USA, wo ich noch arbeitete, an der Santa Clara University, das ist eine jesuitische Universität. Da bin ich nach Berlin geflogen, weil ich dort eine Kollaboration schon hatte mit dem Institut für, wie heißt es jetzt auf Deutsch? Es hatte eigentlich ursprünglich einen amerikanischen Namen, also einen englischen Namen. Warum, weiß ich auch nicht, aber so war es. Institute for Advanced Sustainability Studies. Da war ich auf jeden Fall, habe mit denen zusammen eine Kollaboration begonnen. Naja, ich muss beim Mikrofon bleiben. Und habe den Text abends im Flugzeug angefangen zu lesen, habe ihn dann durchgelesen und als ich dann da ankam am Institut, jetzt weiß ich auch, wie es auf Deutsch heißt, Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, das wurde übrigens ursprünglich mal mitgegründet von Klaus Töpfer. Und als ich da ankam, hatte ich dann auch gleich die Chance, Laudato Si vorzustellen. Ja, ein Brief aus Rom und konnte dort Naturwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, Politikwissenschaftlern an diesem Institut, was transdisziplinär arbeitet, etwas über diese Enzyklika erzählen. Der Raum war voll. Davon waren, so wie ich es festgestellt habe, im Gespräch und auch danach, als ich ans Institut kam, kaum jemand, der nun irgendwie mit Religion viel am Hut hatte. Aber alle haben auf diesen Text gewartet. Und dann gab es noch ein paar, die kamen danach, haben mir dann also offenbart, dass sie lange Zeit nicht in der Kirche waren und haben sich dafür entschuldigt. Ich habe dann gesagt, ich bin kein Priester, ich bin Theologe, aber das geht schon in Ordnung. Also das wird schon. Und die waren sehr an diesem Text interessiert. Warum? Weil vielen in der Nachhaltigkeitsarbeit durchaus bewusst ist, dass es so scheinen mag hier bei uns im globalen Norden, dass die Religion vielleicht unter Umständen an Wichtigkeit verlieren könnte, dass wenn man aber in andere Gegenden geht, das überhaupt nicht der Fall ist. Ein Paradebeispiel sind die pazifischen Inseln, weil wir wissen, wenn der Wasserspiegel weiter steigt, werden die ziemlich schnell Land unterhaben, haben die heute schon sehr stark. Die Menschen dort sind zu 98% Christen. Das ist so, dass man dort gar nichts machen kann, ohne dass eine Veranstaltung mit einem Gebet beginnt. Ich will jetzt nicht sagen, wir hätten hier beten sollen, wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Aber der Punkt ist einfach, man weiß, dass es nicht überall so ist wie bei uns, nicht überall so ist wie in anderen Staaten des globalen Nordens. Es gibt viele Staaten, viele Länder, in denen Religion eine ganz wichtige Rolle spielt, nicht nur das Christentum. Und die Frage von Religion und Nachhaltigkeit sind aus vielerlei Gründen, aber schon deshalb für viele Nachhaltigkeitsarbeiter wichtig. Habe also diesen Vortrag gehalten, bin dann wieder zurück nach 3 Monaten und als ich abgereist bin, habe ich gesagt, ich würde gerne hier wieder herkommen und zwar ganz, haben die gesagt, wollen wir auch und dann bin ich also ins Institut gekommen und war dann an diesem Institut, als nannte sich Senior Fellow, fand ich ein bisschen unfair, dass man mich dann einen Senioren genannt hat, aber gut. Und habe dann auf Anfrage von Klaus Töpfer, der das gerne wollte, er hat gesagt, er fände das spannend, wenn wir das machen, wenn wir einen Workshop organisieren zum Thema Laudato Si. Das haben wir wo ist denn hier der Pointer? Da, ne? Genau. Das ist die Wissenschaftsetage in Potsdam. Und da hatten wir dann diesen Workshop, den ich da organisiert habe, nannte sich
wieder ein Brief aus Rom. Und es ging um die Frage, ob Laudato Si ein Katalyst für eine gesellschaftliche Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit sein könnte. Das war die Frage und ganz zentral dabei, ganz hervorgehoben, die Frage der integralen Ökologie, der ganzheitlichen Ökologie. Ja? Und in diesem Zusammenhang haben Herr Bartosch und ich uns kennengelernt. Da ist er und ich bin irgendwo da am Rand, das ist ja nicht so wichtig. Und da hatten wir also eine Gruppe aus der gesamten Welt wirklich zusammen. Jetzt kann natürlich jeder und sollte jeder sagen, wie sind die denn hingekommen? Ja. Aber, das sage ich jetzt nur mal so am Rande, viele sind nicht geschwommen, nicht, sie sind geflogen, klar. Das ist, und da müssen wir, aber egal. Und es reicht, es war wirklich inter- und transdisziplinär angelegt, es reichte von, wie Eva hier, einer Mitarbeiterin an der Universität in Potsdam für katholische Studenten, bis hin zu Töpfer selbst, dem Direktoren des ISS, Herr Grassel war auch da. Also es war wirklich eine ganz breit aufgestellte Angelegenheit. Und es war sehr spannend und das Buch als Ergebnis der Beiträge ist unter Vertrag und ich hoffe, ich kriege es jetzt auch bald raus. Ich gucke ihn nicht an, weil er noch nicht geschickt hat, das war jetzt. Eine Person, die auch dabei war, war Tamara Gelitze. Und Tamara ist eine orthodoxe Theologin und war bis vor kurzem die Botschafterin Georgiens am Vatikan. Die kam also zu uns, hat dort bei dieser Sache gesprochen und daraus entwickelte sich nun noch etwas anderes, nämlich eine zweite Konferenz in Rom an der Gregoriana, die wir organisiert haben. Und da lud sie also mich zusammen mit Zinedine Drummond, die wird heute nochmal auftauchen, eine alte, sehr alte Kollegin von mir, auch Biologin und Theologin, von daher hat man viel miteinander zu reden, versteht sich. Und Michael Northcutt, wir wurden eingeladen als theologisches Komitee, um diese Sache zu planen. Wir nannten das nicht nur ökologische Umkehr nach Laudato Si, sondern radikale ökologische Umkehr. Hier ist wieder dieses Wort, die Radices, von den Wurzeln her. Und es ging also um Kreaturen, um Tiere und um das allgemein um den intrinsischen Wert des Lebens. Und im Rahmen dieser Konferenz waren dann ja auch der Herr Mayer und Till Weyers war noch dabei, genau. Waren dort in Rom und so kam dann auch die Römer Connection der KU dazu zustande. Das führte zu der nächsten Konferenz, wo wir uns alle in Rom wieder trafen, unter anderem auch den Papst trafen. Und man kann jetzt also sagen, gut, jetzt ist es leider ein bisschen dunkel, aber Sie können vielleicht einige der Spiele erkennen. Wir haben hier seit dreieinhalb Jahren jetzt diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich finde die wahnsinnig produktiv. Ich war jetzt mehrmals hier in Eichstätt. Die KU war bei Veranstaltungen in Berlin und anderswo. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich in 3 Jahren haben wir wirklich ganz spannende Sachen gemacht. Jetzt aber zum Thema selbst, Laudato Si, und was man vielleicht an den Universitäten, an den Institutionen katholischer Ausrichtung machen könnte oder auch schon gemacht hat oder vielleicht auch machen sollte. Ich werde Folgendes machen. Ich werde ganz kurz sagen, worum es da geht, meiner Meinung nach, und wie diese Enzyklika unter Umständen zu lesen ist. Werde daraus dann fragen, was das für katholische Universitäten bedeutet. Werde dabei auch nochmal auf Veritatis Gaudium eingehen. Ich bitte mir das zu verzeihen. Ich bin Theologe, es geht in diesem Text um die theologische Ausbildung. Aber auch da werde ich ganz kurz darauf eingehen, als katholische Universität. Es gibt hier eine Theologie und ich denke, da sollten wir darauf eingehen. Das ist eine spannende Sache. Und werde dann kurz darauf eingehen, oder mehr oder weniger kurz darauf eingehen, wie die Sache konzipiert wird, das heißt, wie in bestimmten Instituten oder Universitäten dieser Text Laudato Si informierend gewirkt hat. Kurzer Abschluss und dann haben wir es. Ja? Gut, worum geht es in dieser Enzyklika? Ich würde sagen, 5 Themen lassen sich erstmal hervorheben. Da gibt es mehr, die können wir auch noch diskutieren, aber ich nehme jetzt diese 5 mal heraus. Es geht unter anderem um die Beziehung von Naturwissenschaft, Religion und Ethik. Wenn ich jetzt sage, Naturwissenschaft ist dann natürlich mitzudenken, die Technologie. Das ist nicht dasselbe, ganz klar, aber die sind sehr eng miteinander verbunden, von daher mitdenken. Es geht um die Gefahren des technokratischen Paradigmas.
Ich hoffe, das ist jedem jetzt ein Begriff, den Studenten auf jeden Fall. Ihr könnt über die Fragen, ja? Was war das? Ne? Haben wir gestern drüber gesprochen. Technokratisch heißt hier natürlich arg verankert in dem Reduktionismus der positivistischen Denke des 20. Jahrhunderts und davor. Es geht dann auch um die integrale Ökologie, ganz zentral, über die wir hier ja schon gesprochen haben und die auch wieder angesprochen wird, sicherlich. Und es geht um diesen Aufruhr zur ökologischen Umkehr. Und dann geht es, wie ich finde, um die Notwendigkeit eines transdisziplinären, offenen gesellschaftlichen Dialogs. Ein Gespräch, der alle Schichten mit einschließen soll. Das heißt, ja, wir haben hier die Naturwissenschaftler, die Theologen, wir haben die Ethiker, ich weiß es nicht, die Philosophen, die sollen alle miteinander reden, die Sozialwissenschaftler, die Politikwissenschaftler, das ist alles schon gut. Und wir haben auch Busfahrer, wir haben Pizzabäcker, das ist völlig egal. Dies ist eine Sache, die uns alle angeht. Und von daher sind alle, wie die Eröffnung der Enzyklika sagt, eingeladen, an diesem Dialog teilzunehmen. Es geht also wirklich um einen gesellschaftlichen Dialog. Ja? Und als solches kann man also sagen, es ist eine Reaktion, dieser Text ist eine Reaktion auf die sozioökologische Krise. Es ist keine soziale Krise und ökologische Krise, es ist wirklich eine sozioökologische Krise. Die beiden hängen zusammen, untrennbar, was dann natürlich auch sich in diesem Begriff der integralen Ökologie niederschlägt. Das ist ein wichtiger Teil. Es ist Teil der kirchlichen Soziallehre. Da will ich noch mal zu sprechen kommen. Das wird gerne vergessen. Das wird gerade gerne bei uns in der Kirche vergessen. Und das ist schlecht, weil es uns Verantwortung sein muss. Da rede ich noch drüber. Es ist ein theologisch fundiertes Gesprächsangebot weit über die Kirche hinaus. Soll heißen, der Sprechende hier kommt natürlich aus einer bestimmten Ecke, klar. Er ist Papst. Als solcher hat er etwas zu sagen, aber er fordert nicht das Akzeptieren dessen, was er sagt, als Aufdrängen. Hier ist, wie es ist. Vielmehr ist es, hier ist es, wie ich es sehe. Was meint ihr? Lass uns reden. Was könnte das also für katholische Universitäten bedeuten? Was könnte das auch für andere Institutionen bedeuten? Also zunächst mal, hier sind wir wieder bei dem Teil der Soziallehre. Wenn es Teil der kirchlichen Soziallehre ist, dann muss es ernsthaft und nachhaltig reflektiert werden. Das muss vornehmlich von Theologen zunächst getan werden. Wie reiht sich das ein in den Kanon der Texte der kirchlichen Soziallehre? Wie kann man das verarbeiten? Aber natürlich muss es dann von daraus auch weitergetragen werden. Schon da ist es uns, denke ich, aus katholischer Sicht Verpflichtung. Es sollte aber auch das ethische Engagement und universitäres Selbstverständnis prägen. Das heißt, hier ist vieles, an dem sich Universitäten, katholische Institutionen meiner Meinung nach orientieren könnten oder sollten. Zumindest müssten sie es verhandeln. Sie müssen verhandeln, wie dieser Text ihr Eigenverständnis prägt. Und ganz persönlich bin ich der Meinung, dass die ökologische Umkehr sich sowohl in Lehre als auch Forschung meiner Meinung nach auch ganz im alltäglichen universalen Handeln als Möglichkeit und Aufgabe gelebt werden muss. Oder mit anderen Worten, eine katholische Universität sollte Vorbild für radikale ökologische Umkehr sein. Das ist vielleicht eine sehr starke Ansage. Ich habe das jetzt gerade auch so dargestellt, das ist meine persönliche Meinung als katholischer Theologe, als jemand, der akademisch arbeitet und als Mensch. Aber ich würde den Text durchaus so verstehen wollen. Ich möchte ganz kurz auf Veritatis Gaudium eingehen. Der Text richtet sich natürlich nicht jetzt an die gesamte Universität. Das ist ein Text, der ist gerichtet an die theologische Ausbildung. Aber dieser Text fordert interdisziplinäre Ausrichtung theologischer Studien. Und der Grund dafür ist nicht, dass die Theologie interdisziplinär wird, damit sie sich aufstellt wie der andere und sagt, guck mal, wir haben auch mit denen gesprochen. Der Grund ist auch nicht, dass die Theologie sich jetzt irgendwie die Rechtfertigung aus anderen Fächern holt. Der Grund ist schlicht und ergreifend, dass die anderen Fächer, sei es in der Naturwissenschaft, die Sozialwissenschaft oder sonst etwas,
Fragen an die Theologie stellen, auf die sie reagieren muss, oder sie wird die Möglichkeit verlieren, das zu tun, was sie zu tun hat. Auf den Glauben zu reflektieren, um die Verkündigung zu betreiben. Von daher ist eine interdisziplinäre Ausrichtung heutzutage für die Theologie und nicht nur heutzutage. Das Zweite Vatikanische Konzil, die Texte sind voll davon. Eine interdisziplinäre Ausrichtung ist lebensnotwendig für die Theologie. Die Naturwissenschaft kann sehr wohl ohne Theologie. Die Theologie kann nicht ohne Naturwissenschaft. Das heißt, die theologischen Fakultäten an katholischen Universitäten sollten sich interdisziplinär aufstellen. Sie müssen das Gespräch suchen. Sie müssen sich überlegen, wie sie selbst interdisziplinär sich bilden, fortbilden können. Wie können sie diese Eröffnung schaffen? Das ist eine ganz wichtige Ansage. Und die ist in dem Text übrigens wesentlich verbindlicher als das, was in Laudato Si geschrieben ist. Das bedeutet aber auch, dass die anderen Wissenschaften an einer katholischen Universität sich offen so einem interdisziplinären Austausch stellen sollten. Und da bin ich jetzt ganz, ganz, bitte nicht missverstehen. Das soll nicht heißen, dass sie nur katholisch als der Papst werden sollen. Die katholische Universität, wie jede andere Universität auch, ist ein Ort freier Forschung, das ist ganz klar. Und die Lehre soll frei bleiben, das ist schließlich zur Debatte. Ich denke aber schon, wenn man an einer katholischen Universität ist, sollte die Möglichkeit eines offenen Gesprächs gegeben sein. Und wenn ich daran denke, wie ich diesen Vortrag gehalten habe, da habe ich vor 4 Jahren, als das Ding rauskam, in Potsdam habe ich gemerkt, wie da Leute saßen, die, wie gesagt, nichts persönlich mit Religion am Hut hatten, die aber ganz klar persönlich involviert waren, die wollten dieses Gespräch, weil sie gemerkt haben, das bringt uns ein. So ein Austausch muss natürlich nach ganz klar methodologisch definierten Ansätzen vonstatten gehen. Da gibt es gerade in der Naturwissenschaft, im Dialog von Naturwissenschaft und Theologie sehr viel, da wurde über die Jahre sehr viel gemacht. Patsche, hier in Deutschland ist das noch nicht so angekommen. Also wenn ich hier in Deutschland mit Leuten rede, darüber, dass es um den Dialog von Theologie und Naturwissenschaft geht, dann passiert meist Folgendes, dass geguckt wird, ja, wie können wir denn jetzt aus Theologen herkriegen, dann denke ich immer, bitte nicht ins Vorabend kommen, das wäre ja ganz schrecklich. Nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um den Dialog von zwei Leuten, die dann beim Wein zusammensitzen und sich unterhalten. Es geht nochmals darum, dass die Theologie Anfragen bekommt von den Naturwissenschaften. Und die müssen besprochen werden. Wir können nicht biologisch, ohne jegliche Rücksicht der biologischen Daten so etwas betreiben wie eine theologische Anthropologie. Das geht nicht. Wir können auch keine Schöpfungstheologie betreiben, ohne in Betracht zu ziehen, dass wir in einem Universum leben, das 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Das wäre bezahlt. Aber diese Anfragen sind da und wir müssen mit ihnen umgehen. Das ist der Dialog, von dem ich hier rede. Kurz dazu, wie Laudato Si aufgenommen wird in katholischen Universitäten und Institutionen. Wir haben eben gerade gehört von dem Programm, was der Christian Meyer uns vorgestellt hat, also das Programm, dieses Joint Diploma in der integralen Ökologie in Rom. Das ist ein Programm, wie er gesagt hat, das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das nur bin, aber das muss man sich mal vorstellen, da sind alle päpstlichen Universitäten dran beteiligt. Das finde ich schon eine bemerkenswerte Sache. Aber gleichzeitig, als der Text rauskam, kurz danach, gab es Dinge in der ganzen Welt, die sich bildeten, an Universitäten, an privaten Institutionen und. Und ich möchte hier ganz kurz über zwei reden, weil ich die ein wenig kenne. Das eine ist Santa Clara, das andere ist das Laudato Si Research Institute, ein An-Institut an der Universität in Oxford. Ganz kurz zu Santa Clara, da habe ich also gearbeitet, eine private jesuitische Universität, Liberal Arts, also die freien Künste, etwas, was wir leider in Europa verloren haben, was in Amerika immer noch sehr viel Wert hat, auch wenn wir, wie wir gleich sehen werden, die Sachzwänge etwas sich verändert haben. Ungefähr 9.000 Studenten, davon sind fast 6.000 Undergraduates, also bis zum Bachelor hin, die anderen 3.000 sind dann
Master, Doktoranden, dergleichen, hat ein Betriebsbudget von 387,4 Millionen Dollar im Jahr. Das war 2012 bis 2013. Da sieht man, da fragt man sich natürlich auch, wo die das Geld herkriegen und wie die das machen. Noch dazu, wenn sie ein Stiftungsvermögen von fast 1 Milliarde Dollar haben. Da müsste man dann nochmal Laudato Si aufschlagen, mal nachlesen, wie das geht. Und da müsste man sich fragen, hallo? Jetzt muss man dazu sagen, ich habe da ein Gehalt bekommen, da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, darüber zu reden. Mit dem hätte ich nicht eine Frau gehabt, die immer noch habe, aber eine Frau, die einen vernünftigen Job hat und nicht so etwas Komisches wie ich als Theologe. Und die daher gut verdiente, hätte ich mit meinem Gehalt alleine lebend mir einen Mitbewohner suchen müssen, sonst hätte ich es nicht bezahlen können. So viel zum Thema Ethik und katholischen Universitäten. Aber gut, ich war von meinem Department begeistert, die konnten auch nichts dafür, die Theologie dort war wundervoll. Wir haben viel mit Undergraduates, also bis zum Bachelor und auch danach mit Postgraduates zusammengearbeitet, war ganz hervorragend. Gut, die Studiengebühr nur für die Studenten, hallo, 42.156 Dollar im Jahr. Das ist aber nicht alles. Denn wenn ihr da angefangen hättet, hättet ihr die ersten 2 Jahre in den Dorms gewusst, also in diese Wohnhäuser, und das hätte euch nochmal 12.000 im Jahr gekostet. So, so viel zur freien Forschung, Lehre und der Ethik. Egal. Gilt aber, das ist natürlich super, erster Platz unter den Best College an der Westküste 2019. Solche Sachen zählen sehr wohl dort in Amerika, aber die sind natürlich auch wirklich fragwürdig. Egal. Dennoch, diese Universität fand sich in so einem Spannungsfeld amerikanischer Machart und einerseits und katholischem Selbstverständnis, jesuitischem Selbstverständnis. Das war ja zu schnell. Moment. Nee, doch, war nicht zu schnell. Entschuldigung. Jetzt mache ich es langsamer, als es sein sollte. Moment. Hat nun aber sich sehr stark für diese Sache mit Laudato Si eingesetzt, und zwar durch das Mark Miller Center for Applied Ethics. Dieses Zentrum wurde nicht für Laudato Si gegründet, nicht missverstehen. Aber an der Universität wurde uns ganz klar nahegelegt, dass Ethik ein ganz zentraler Teil jeglicher Ausbildung ist. Wenn wir Studenten hatten, wenn wir Kurse konzipiert hatten, mussten die irgendwo ein ethisches Moment haben. Darum kam man nicht herum. Das war egal in welchem Fach. Das war auch in der Geografie, das war in der Biologie, das war in der Chemie, egal, das musste mit rein. Und dieses Center for Applied Ethics arbeitete nun auch nach außen hinaus, weil wir waren im Silicon Valley und da gab es gute Gründe, Ethik auch nach außen zu tragen. David DeCast ist einer der Macher, der sich mit dieser Frage Laudato Si an der Universität stark beschäftigt hat. Und Brian Green, mein alter Studienkollege, Ethiker, auch mit einer biologischen Hintergrund als Biologe, Bachelor, aber immerhin. Die beiden haben sich ganz besonders dafür eingesetzt, Laudato Si an der Universität zu etablieren. Wie sah das dann aus? Also zum einen, ach so, und Kardinal Turkson kam nach Santa Clara, hat das Ganze also auch noch ein wenig unterstützt. Also die Kontakte waren sehr gut dort, auch nach Rom, weil man diese Sache wirklich vorantreiben wollte. Als erstes wurde Laudato Si ein Charter Document. Ein Charter Document ist eigentlich ein Gründungsdokument einer Universität. Man hat es sozusagen nachträglich zu solchem gemacht. Das heißt, es charakterisiert jetzt wirklich, zumindest im Gedanken und zum Teil auch in der Praxis, das Selbstverständnis dieser Universität. Gut, Sie haben die Studiengebühren gesehen und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall tief verankert im Selbstverständnis der Universität, und zwar ganz offiziell. Praktisch sieht das so aus, dass Kurse unterrichtet werden. Ja. Es gab jetzt nicht so ein Diplom, wie es das in Rom gibt, aber es wurden Kurse unterrichtet. Es wurde Material erarbeitet, Handouts für diese Kurse, die aber auch an die Lehrenden gingen. Da wurden ganze Module erarbeitet, um das in den Unterricht zu bringen. Und dann wurde diese Frage auch
in andere Fachbereiche getragen als jetzt in der Ethik oder beispielsweise in der Theologie. Das heißt, unsere Ingenieursstudenten konnten dann sich mit Laudato Si beschäftigen. Nur kurz zur Erinnerung, Laudato Si ist kein antitechnologischer Text. Es fordert eine Technologie verbunden mit vernünftiger Ethik. Das war hier der Ansatz. Und das war bei einer Schule, bei einer Ingenieurschule, die wirklich in den USA sehr weit verbreitet und sehr erfolgreich ist. Gut. Das Laudato Si, also das wäre ein Ansatz, wie man das machen kann. Das Laudato Si Research Institute ist ein An-Institut der Jesuiten an der Oxford-Universität in Campion Hall. Und die haben zu ihrem Selbstverständnis geschrieben, ich lese das mal vor, weil es ein bisschen dunkel ist, aber ich hoffe, das ist lesbar. The aim of the Laudato Si Institute is to foster interdisciplinary research arising out of the intellectual challenges presented most vividly in Pope Francis's encyclical letter Laudato Si, while being faithful to Ignatian traditions and reflective practice. Dieses Institut nimmt sich dieses Laudato Si nicht nur einfach als, das ist ein interessanter Text, es definiert das Selbstverständnis dieses Institutes und es hat die Absicht, damit auch Studierende zu erreichen. Es ist ein An-Institut an der Universität. Aber nicht nur das. Es ist ein transdisziplinäres Forschungszentrum. Transdisziplinäres Forschungszentrum. Es geht nicht nur um die Forschung, um die Lehre, es geht auch nicht um den interdisziplinären Dialog allein, es geht darum, wirklich in die Gesellschaft zu gehen. Es soll wirklich die Gesellschaft erreicht werden. Ziel ist eine gesellschaftliche Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit. Das hat drei thematische Ausrichtungen. Die erste ist die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Die zweite ist, die umweltwissenschaftlichen Praktiken und globale Governance zu beeinflussen, beziehungsweise aus Sicht von Laudato Si zu reflektieren und zu schauen, wie man da hingehend wirken kann. Und die dritte ist, die Beziehung von Theologie und Natur, beziehungsweise Geisteswissenschaften oder auch Sozialwissenschaften voranzutreiben. All das unter dem Verständnis, dass alle drei Teile nicht voneinander losgelöst agieren können, sondern wirklich sich beeinflussen, dass das eben Teil eines Ganzen ist. Man möchte Ressourcen für Forschung und akademische Lehre, sollte das heißen, Formierung, Entschuldigung. Ressourcen für Forschung und akademische Formierung bieten. Das heißt, die Forschung als An-Institut an einer Universität. Höre ich nur was oder kommt da jemand rein? Die Lehre und Forschung an der Universität zu unterstützen, aus Sicht dieser Entwicklung, dabei aber auch formierend zu fungieren. Das passiert unter anderem durch die Einrichtung einer Bibliothek zum Thema der ganzheitlichen Ökologie. Es soll auch geschehen durch enge Zusammenarbeit mit der jesuitischen Mission weltweit. Besonders im globalen Süden. Reisestipendien für Studenten aus England bzw. aus Ländern des globalen Südens. Forschungsaufenthalte an jesuitischen Institutionen. Betreuung von Studenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern. Das ist erstmal so, was man sich dort als Ziel gesetzt hat, wobei ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, auch mit diesem Institut gesellschaftlich so zu wirken, dass man eben diese Governance mit reinnehmen kann. Das heißt nicht, dass jetzt ein katholisches Institut versucht, die Gesetzgebung Englands oder Großbritanniens oder sonst wie zu beeinflussen. Es geht darum, dass man wirklich sich als ein Netzwerk oder ein Zentrum in einem Netzwerk, ähnlich wie du es ja auch machst, also ein Netzwerk versteht, was versucht, Governance-Fragen, also Fragen von Gesetzgebung, gerade mit Hinblick auf die sozioökologische Krise, aus der Perspektive von Laudato Si zu hinterfragen und zu beleuchten. Die Personen dort sind Celia Dean Drummond, hatte ich schon erwähnt. Hier wurde quasi die Gründung dieses Institutes, sie wurde damit beauftragt, von den jesuitischen Ländern das zu organisieren und ist da also mittlerweile dabei und das Ganze wird nächstes Jahr ganz offiziell starten. Ich darf übrigens Anfang des Jahres als erster Fellow dorthin, da freue ich mich sehr drüber, werde da also 3 Monate an dem Institut sein. Dann ist Severin, ist zuständig
das muss ich noch dazu sagen, Silja wird diesen Teil für Naturwissenschaft und Theologie übernehmen, Severin den Teil über die menschliche, über den, die integrative Bildung des Menschen. Und wir suchen noch jemanden für den Teil für, soweit ich weiß, ich habe jetzt noch nichts anderes gehört, ich weiß nicht, ob du was gehört hast, Michael, aber ich hab nur gehört, dass noch gesucht wird nach jemandem, der dann also diesen Governance-Part übernimmt. Aber sie werden stark unterstützt auch vom Dicasterium und von Augusto Zampini-Davies. Und für diejenigen, die das Institut oder die Bildung ein bisschen näher kennen, das habe ich jetzt nicht ganz umsonst reingepackt, der ist da sehr involviert. Und man sieht auch hier wieder, die Connection nach Rom ist sehr stark da und damit auch eine internationale Aufstellung dieses Instituts. Ganz kurz zum Abschluss ein paar Ideen oder Punkte, die ich hier nochmal unterstreichen möchte. Erstens, was bedeutet das also Laudato Si für die Universität? Ich glaube, es ist meiner Meinung nach ohne Zweifel, dass die Universitäten sich, wenn sie so wollen, selbstverständlich sind, müssten, diesen Text ernst zu nehmen und irgendwie in ihre Arbeit mit aufzunehmen. Das sind meine persönlichen Punkte. Das sollte viel schlimmer sein. Egal, das wird jetzt wahrscheinlich nur so, Das zweite soll sein, es braucht dafür eine Vision. Wie soll denn so ein Institut an einer deutschen katholischen Universität aussehen? Was macht es besonders in Deutschland? Was macht es besonders an einer katholischen Universität in Deutschland? Dazu brauchen wir ein klares Konzept. Es braucht die nötige Fakultät, soll heißen die nötigen Professoren, Leute, die sich daran beteiligen. Das heißt, man müsste hier aus den verschiedenen Bereichen dieser Universität, Theologie, der Geografie, der Naturwissenschaften, wo auch immer, in der Sozialwissenschaft, der Erziehungswissenschaft rekrutieren und schauen, wie könnte man da zusammenarbeiten, wie könnten diese Professoren, diese Leute zusammenarbeiten, um das zu erreichen und dort positiv zu unterrichten. Naja, das letzte ist immer klar. Braucht Geld. Aber was kann ich Ihnen nicht sagen? Es ist in all diesen Instituten, an all diesen Universitäten ganz klar, dass dort finanzielle Mittel aufgebracht wurden, um das umzusetzen. Inwiefern das hier möglich ist oder von Interesse ist, kann ich nicht sagen. Das müssen Sie wissen. Das war's. Vielen Dank.